Sebastian Klaas hat 0:2 gegen den 1. FC Magdeburg. Erstmal für dich heute Flutlichtdebüt in Lila-Weiß. Wie war's? Ja, an sich war es ein gutes Gefühl. Ich habe mich sehr gefreut auf das Spiel und vor dieser Kulisse. Und ich fand die Kulisse auch sehr, sehr gut. Es hat mir großen Spaß gemacht zu spielen. Aber letztlich ist es halt einfach umso schlimmer, dass wir heute leider 0:2 verloren haben. Ihr seid mit einer großen Motivation ins Spiel gegangen. 10 schwierige Tage liegen hinter euch, neuer Trainer, neues System. Wie fandest du, habt ihr es umgesetzt? Ich glaube, das System haben wir eigentlich ganz ordentlich umgesetzt. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Räume zwischen den Ketten, sind immer wieder auf die Kette zugedribbelt, hatten Flanken. Nur im allerletzten Drittel hat es uns dann doch noch ein bisschen gefehlt an der Durchschlagskraft, an den 50-50-Bällen, die dann vorhergekommen sind, die wir nicht gemacht haben. Genauso wie bei meinen 2 Chancen mit dem Kopf und das eine, den ich mit links nicht treffe. Vielleicht, wenn wir da nochmal ein bisschen mehr dieses Matchglück haben und dann nochmal mit dem letzten Zug zum Tor nochmal ein Ding machen, dann kann das Spiel nochmal kippen, aber heute sollte es leider nicht sein. Ich fand, du hast sehr mutig gespielt, hast auch nie aufgesteckt, auch nach deinem Vergehen mit Chancen. Hast immer wieder versucht, auch Bälle zu spielen, auch offensive Bälle zu spielen. Ist das, was man dann vielleicht auch mitnehmen kann jetzt mit nach Rostock? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen mutig bleiben. Wenn wir uns verstecken, dann haben wir das Spiel von vornherein verloren. Also wir müssen immer mutig bleiben, immer probieren, die Lösung nach vorne zu finden und halt dann noch in jedem Zweikampf noch mal ein bisschen mehr reinhauen und nicht ängstlich werden. Und dann können wir es vielleicht schaffen, dass dieses Matchglück wieder auf unsere Seite fällt. Was nimmst du dafür persönlich vor? Ja, genau, das einfach weiterarbeiten jeden Tag. Also ich, auch wenn wir heute verloren haben, habe ich gesehen, dass es sich lohnt, für dieses Ziel zu arbeiten. Und ich will gerne wieder hier irgendwann auf dem Platz stehen. Und dafür werde ich weiter hart arbeiten und das muss jeder Einzelne dann an sich tun und dann wird das Team automatisch besser und dann wird dieses Glück auf jeden Fall kommen und wir werden wieder Erfolge feiern, hoffe ich.